Guten Morgen euch. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Wir haben gerade eben überlegt, wie lange das schon her ist, dass ich bei euch gewesen bin. Also ein Jahr ist es mindestens her. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich wieder eingeladen wurde und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich über die Verbundenheit, die wir als Gemeinden einfach haben können, als Waldbrüller Gemeinden. Für die, die mich vielleicht nicht kennen, also Eduard Schiefer ist mein Name, ich komme auch aus Waldbrüll, nur eine andere Gemeinde eben. Weiter oben auf dem Berg, weniger in der Stadt, aus der CMBG hier in Waldbrüll, da komme ich her, da bin ich einer der Gemeindeleiter. Bin sonst hauptberuflich eigentlich Lehrer. Und deswegen, liebe Kinder, freue ich mich genauso sehr, dass die Ferien begonnen haben. Nicht nur für euch ist das etwas Schönes, ich freue mich da als Lehrer mindestens genauso darüber, dass ich auch jetzt erstmal längere Zeit Urlaub machen kann und mal, ja, nicht früh morgens mich auf den Weg in die Schule machen muss und mal anderen Dingen nachgehen kann. Aber ja, so ist das. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich gerade über dieses Thema mit euch hier heute sprechen kann. Denn das Thema, zu dem ihr mich eingeladen habt, nennt sich die Hölle. Zu diesem Thema habt ihr mich eingeladen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe so versucht in meinem Gedächtnis und in meinen Predigtnotizen, die ich so bisher gehalten habe, zu kramen, ob ich schon mal eine Predigt darüber gehalten habe und mir ist aufgefallen, ich habe noch nie darüber gepredigt. Also es ist nicht so, dass ich das Thema, also die Hölle generell in irgendeiner Form verheimlichen würde in meinen Predigten, das ist es nicht, aber ich habe mir noch nie mal wirklich explizit nur darum Gedanken gemacht und eine komplette Predigt darüber gehalten und umso dankbarer bin ich, dass ihr das von mir so wolltet und ich dann sozusagen gefordert war, mir darüber einmal Gedanken zu machen. Genau, und deswegen freue ich mich einfach dann darüber. Ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig Predigten so da über dieses Thema hört. Ich habe meistens das Gefühl, es ist immer mal wieder so ein Randthema, was so vorkommt, aber ist wirklich als das Hauptthema zu machen, habe ich oft das Gefühl, dass das ein wenig selten ist. Obwohl es doch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ein unglaublich wichtiges Thema. Also, heute soll es um die Hölle gehen und ich habe das Ganze dann ein bisschen genauer beschrieben, was die Bibel eben dazu sagt und was das für uns heute bedeutet. Darum soll es heute gehen. Ich möchte mit euch heute einen Dreischritt machen. Ich möchte mir zuerst die Gedanken machen, was sagt also die Bibel dazu? Also was ist das, was die Bibel ganz konkret sagt? Wir werden ein paar Bibelstellen durchgehen und einmal schauen, was die biblische Botschaft zu dem Thema so eigentlich ist, welche Facetten beschrieben werden, wie die Hölle genau eigentlich dargestellt wird. Als nächstes möchte ich eine sehr interessante Frage stellen, und zwar kommt vielleicht am Ende jeder in den Himmel? Und ich erkläre euch nachher auch, warum ich diese Frage stelle. Und zum Schluss dann natürlich, was heißt das für mich heute? Was ist das, was ich daraus lernen soll? Weswegen lohnt es sich, sich darum Gedanken zu machen? Weswegen lohnt es sich, darüber zu predigen? Aber lasst uns erst einmal einsteigen in den ersten Teil, was sagt die Bibel dazu. Das Erste, was die Bibel überhaupt erstmal darstellt, ist, dass es nach unserem Leben irgendwann einmal ein Gericht geben wird. Und ich habe euch zwei verschiedene Bibelstellen mitgebracht, die erstmal von diesem Gericht sprechen. Beispielsweise sagt Jesus selbst in Matthäus 25, Verse 31 bis 32, doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Hier ist ganz deutlich davon die Rede, dass es so eine Trennung geben wird. Es wird dieses Gericht geben, wo entschieden wird, die eine Seite oder die andere Seite. Jesus sagt es hier ganz deutlich, es gibt diese Trennung, diese Aufspaltung von auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Davon spricht Jesus ganz eindeutig. Und lasst mich euch noch eine andere Bibelstelle zeigen, wo von dem Gericht ganz deutlich die Rede ist. Matthäus 23, Vers 33, da spricht Jesus sehr, sehr, sehr deutlich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und er sagt ihnen, ihr Schlangen, ihr Söhne von Vipern, wie wollt ihr der Verurteilung zur ewigen Verdammnis entgehen? Das Wort Verurteilung spricht ganz deutlich von diesem Gericht. Ein Gericht, das kommen wird. Das ist erstmal das so der erste Grundgedanke, den die Bibel in vielen, vielen verschiedenen Facetten darstellt. Aber um das erstmal zu zeigen, es wird ein Gericht geben, wo entschieden wird, die eine Seite oder die andere Seite. Was sagt jetzt die Bibel also etwas genauer zum Thema Hölle? Wie wird es dort sein? Da kommen zwei verschiedene Bilder immer wieder vor. Das eine ist Feuer und das andere Dunkelheit. Lass uns dazu auch einmal einige Stellen anschauen. Das hier ist jetzt die Fortführung von dem, was ich eben angefangen habe zu zitieren, wo Jesus davon berichtet, es wird eine Trennung geben. Und jetzt wird hier genauer beschrieben, wie diese Trennung aussieht. Also Matthäus 25 und ich habe die Verse 34 und 41 dazu genommen. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt,
ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Und dann wird sich der König denen auf der linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch. Ihr Verfluchten ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Es sind unglaublich harte und sehr deutliche Worte, die Jesus hier verwendet. Also, es gibt diese Trennung. Zu den einen sagt Jesus ganz deutlich, wird ihnen einmal gesagt, kommt herein, ihr seid von meinem Vater gesegnet und ihr sollt das Reich Gottes erben. Und zu den anderen findet ihr sehr drastische Worte, fort mit euch, ihr Verfluchten. Und es ist die Rede von einem Feuer. Es gibt auch noch andere Bibelstellen, die genau von dem gleichen Aspekt sprechen. Matthäus 13 beispielsweise, Verse 40 bis 42. Genauso wie das Unkraut aussortiert und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet. Und alle Menschen, die Böses tun. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Dort werden sie schreien mit den Zähnen knirschen. Das sind so Verse, die ich normalerweise nicht so häufig an einem Sonntagmorgen gebrauche. Die klingen so hart. Das ist nicht einfach, das anzunehmen. Es ist ja überhaupt nicht einfach, so etwas überhaupt zu lesen, dass Jesus, von dem wir doch so gerne sprechen, dass er die Liebe in Person gewesen ist, und es immer alles so gut gemacht hat und alles immer so wunderbar, dass der gleiche Jesus auch solche Dinge gesagt hat. Aber zur vollkommenen Wahrheit gehört nun mal dazu, dass wir auch gewisse Teile einfach nicht ausblenden und so tun, als ob sie nicht stattfinden würden oder als ob sie Jesus niemals gesagt hätte. Nein, Jesus sagt genau so etwas. Er redet von einem Feuer, von einem Ofen, davon, dass Dinge verbrannt werden. So wird die Hölle dargestellt. Feuer ist ein Bild, das gebraucht wird. Das andere Bild, das häufig gebraucht wird, und ich habe euch da nur eine Stelle als Beispiel mitgebracht, ist die Dunkelheit. Und ich sage euch, viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Viele Israeliten dagegen, für die das Reich Gottes eigentlich bestimmt war, werden in die tiefste Dunkelheit hinausgestoßen, wo sie weinen und mit den Zähnen knirschen werden. Diese Wendung weinen und mit den Zähnen knirschen oder vorhin in der Bibelstelle schreien mit den Zähnen knirschen, die ist absolut parallel. Deswegen können wir erkennen, hier ist von derselben Sache die Rede. Aber diesmal ist weniger von Feuer, von Verbrennen die Rede, sondern hinausgestoßen in die tiefste Dunkelheit. Das sind Bilder, die Bibel immer wieder verwendet, um zu zeigen, wie es in der Hölle sein wird. Oder sogar genauer gesagt, Bilder, die Jesus selbst gebraucht. Das sind alles Zitate von Jesus. All das hat Jesus selbst gesagt, wie es in der Hölle einmal sein wird. Feuer und Dunkelheit. Lass mich euch noch einen weiteren Aspekt von der Hölle vorstellen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und das ist Ewigkeit. Es wird eine ewige Bestrafung sein. Auch hier einige Bibelverse, die uns das verdeutlichen. Die haben wir eben schon einmal gelesen, aber diesmal möchte ich einfach nur einen anderen Fokus setzen. Matthäus 25, noch einmal die Verse 41 und 46. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige, aber wirklich ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden. Den Gerechten aber wird er das ewige Leben schenken. Jesus benutzt ja diese parallele Wendung. Auf der einen Seite ewige Verdammnis, ewiges Feuer, und auf der anderen Seite ewiges Leben. Noch einmal, vom ewigen Leben reden wir sehr, sehr gerne. Das nehmen wir gerne an. Das sind schöne Botschaften, die hören wir sehr, sehr gerne. Aber das andere gehört genauso dazu. Und es war Teil von Jesu Botschaft, dass er auch davon gesprochen hat. Jesus sagt also deutlich, es wird ein Gericht geben, wo eingeteilt wird, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und er beschreibt ganz deutlich, dass nachdem eingeteilt wurde, die, die in die Hölle kommen werden, Feuer, Dunkelheit, und eine ewige Bestrafung, dass ihnen das entgegensteht. Als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, war ich, auch wenn mir das Thema doch immer wieder bewusst ist, doch schon wieder etwas erschüttert, wie drastisch und hart diese Worte sind. Und ich musste mich selbst fragen, vielleicht ist das Ganze etwas zu einseitig. Vielleicht ist es euch aufgefallen, sämtliche Verse, die ich bisher dargestellt habe, kommen aus Matthäus. Vielleicht ist Matthäus einfach nur jemand, der ein bisschen deutlich oder ein bisschen hart das Ganze ausdrückt. Vielleicht sind andere Bibelworte weniger hart. Und deswegen habe ich in anderen Bibelworten auch nachgeschaut, wovon ist dort die Rede. Und ich möchte euch zwei verschiedene Sachen einmal zeigen. Einmal, was Paulus schreibt, ebenfalls aus dem Neuen Testament. Ich muss euch aber leider enttäuschen, es geht alles in genau die gleiche Richtung. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, zweiter Teil, Vers 7 bis 9. Er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen, inmitten von Feuerflammen und das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen und über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn,
nicht gehorchen. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft werden und für immer vom Herrn und seiner herrlichen Macht getrennt sein. Ihr seht, diese Bilder, die kommen die ganze Zeit immer wieder vor. Nicht nur Jesus hat sie gesagt, sondern auch Paulus gebraucht sie genauso. Es ist die Rede von Feuer, es ist die Rede von einer Ewigkeit, von einem ewigen Verderben, es ist die Rede davon, dass die von Gott getrennt sein werden. Die Bilder, die hier gebraucht werden, sind exakt die gleichen. Es scheint nicht nur so zu sein, dass einfach nur Jesus es vielleicht deutlich oder zu deutlich ausgedrückt hätte oder vielleicht Matthäus einfach nur zu deutliche Worte gebraucht hat. Nein, ganz und gar nicht. Es zeigt sich das Bild ab, dass das überall in der Bibel so dargestellt. Oder wenn man über so ein Thema spricht, kommt man um die Offenbarung nicht drum herum. Offenbarung 20, ab Vers 10, da heißt es folgendermaßen. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält, Tag und Nacht. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her und die darin waren, und der Tod und das Totenreich gab die Toten her, die in ihnen waren. Sie wurden alle nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Wenn wir also jetzt einmal so quer durch die Bibel durchgeschaut haben, oder jetzt ganz genau genommen, also das Neue Testament, wir haben verschiedene Autoren aus der Bibel genommen. Matthäus, Paulus, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Matthäus, der wiedergibt, was Jesus selbst gesagt hat. Das Bild ist ein unglaublich hartes. Und es ist nichts, was irgendwie zu spaßen wäre. Und es wird absolut deutlich, dass das kein Thema ist, das man auf die leichte Schulter nehmen darf. Ganz und gar nicht, denn es scheint unglaublich viel auf dem Spiel zu stehen. Es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht nur um einen zeitlich begrenzten Rahmen, der vielleicht unangenehm wäre. Nein, es geht um die Ewigkeit. Und es geht um so Bilder, die dann Jesus und auch die anderen Autoren eben beschreiben, als Feuer, Dunkelheit, getrennt sein von Gott, ewiges Verderben. Es ist hart. Es ist so unglaublich hart, das zu lesen. Und vielleicht stellt sich genau aus diesem Grund ja dann genau diese Frage, die ich euch als nächstes stellen werde. Kommt vielleicht am Ende jeder in den Himmel? Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal konfrontiert wurde mit dieser Frage oder mit diesem Gedanken. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist wahrscheinlich schon wieder irgendeine neumodische Erfindung. Aber als ich dann genauer nachgeschaut habe, ist dieser Gedanke gar nicht so neu. Schon in den ersten Jahrhunderten, direkt nach Jesus, kam er auf. Der Gedanke, wird es vielleicht so sein, dass am Ende überhaupt niemand in der Hölle sein wird? Und wenn überhaupt, dann vielleicht nur für eine gewisse Zeit, aber am Ende wird doch jeder irgendwie in den Himmel kommen. Dieser Wunsch ist meiner Meinung nach menschlich gesehen absolut verständlich. Ich kann ihn wirklich gut nachvollziehen. All das, was wir gerade eben gelesen haben, was die Bibel zum Thema Hölle sagt, ich wünsche das keinem Menschen, niemandem. Ich würde mir wünschen, dass niemand dort irgendwie sein muss an diesem Ort. Menschlich gesehen können wir das sehr gut nachempfinden, dass wir uns wünschen, dass am Ende niemand dorthin kommen muss, sondern alle irgendwie in den Himmel kommen werden. Dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass da eben niemand sein muss in dieser Hölle. Und Vertreter dieser Meinung versuchen auch biblische Argumente dafür zu finden. Ganz typisches, was immer wieder gesagt wird, ist, wenn doch Gott ein Gott der Liebe ist, dann wird ihn doch diese Charaktereigenschaft der Liebe niemals dazu führen lassen, dass er es erdulden, aushalten kann, dass seine geliebten Geschöpfe auf Ewigkeit in der Hölle sein müssen. Wenn Gott doch Liebe ist, dann kann er das doch gar nicht aushalten. Das kann doch nie im Leben so sein. Das darf nicht sein. Und so versuchen sie ja auch, andere biblische Argumente zu finden. Eins beispielsweise, was verwendet wird, ist Philipper, Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Sehr berühmte Verse, und ich vermute, in vielen von euren Bibeln wahrscheinlich auch angestrichen, weil sie so unglaublich schön sind. Deshalb hat Gott ihn, also Jesus, in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und so wird dann von manchen Leuten diese Stelle eben als Startpunkt genommen, zu sagen, also wenn die Bibel doch selbst davon spricht, dass irgendwann einmal alle Menschen, alle bekennen werden, dass Jesus Christus Herr ist, naja, warum sollten sie dann nicht in den Himmel kommen? Wenn doch alle bekennen werden, dass Jesus Christus Herr ist, dann ist doch eigentlich alles klar.
Denn das tun wir doch hier auch. Wir bekennen doch auch, dass Jesus Christus Herr ist. Also wenn das doch irgendwann einmal alle tun werden, wo ist dann noch das Hindernis, dass nicht irgendwann einmal alle in den Himmel kommen? Und die Meinung, die dann da vertreten wird, ist, dass es vielleicht einfach nur mit Verzögerung passiert. Dass es vielleicht kurz vor dem Tod oder im Sterbensprozess oder vielleicht auch kurz danach irgendwann einmal den Leuten das bewusst wird und dann sehen sie es ein und dann werden sie alle in den Himmel kommen. Es wäre schön, wenn wir weitere biblische Argumente dafür finden könnten, dass es tatsächlich so wäre. Ich befürchte nur leider, dass es nicht so ist. Ich glaube wirklich nicht, dass es so sein wird. Und wir finden im selben Philipperbrief auch Argumente dagegen. Und es ist immer ein sehr, sehr starkes Argument, wenn wir in dem einen und demselben Brief ein Gegenargument dazu finden, was das ein wenig mehr aufdröseln kann oder auflösen kann, was damit gemeint ist. Denn wenn wir einen Vers im Philipperbrief direkt finden, der dann doch wieder davon spricht, dass Menschen in die Hölle kommen, dann würde sich ja Paulus von der einen Seite auf die andere Seite direkt widersprechen. Und wir würden ein sehr, sehr deutliches Argument finden, weswegen das also dafür sprechen würde, dass jeder in den Himmel kommt. Aber lass uns einmal schauen, nur ein Kapitel später, Philipper Kapitel 3, Vers 18. Da spricht Paulus sehr, sehr deutliche Worte, denn er sagt, denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die man sich schämen müsste und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Unsere Heimat aber ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Wir haben ja also hier in demselben Brief, im Philipperbrief, den Paulus hier schreibt, schon wieder danach auch noch einmal den Hinweis darauf, dass es Menschen geben wird, für die es das Verderben gibt, weil sie das Leben hier auf der Erde so leben, dass sie als Feinde des Kreuzes Christi sichtbar werden. Es zeigt sich also, und das zeigt hier Paulus, es ist also nicht so zu verstehen, dass am Ende jeder in den Himmel kommen wird. So ist das nicht. Jetzt ist es vielleicht dann gar nicht so einfach, das aufzudröseln, was denn das dann zu bedeuten hat. Ich mach noch einmal dann zurück. Wie ist denn das dann zu verstehen, wenn davon die Rede ist, dass alle Menschen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist? Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze. Lass mich euch nur vielleicht einen zeigen. Im Jakobusbrief ist davon die Rede, dass selbst die Dämonen ganz genau wissen, dass es einen Gott gibt und dass sie sogar Angst vor ihm haben und zittern, aber sich trotzdem weigern, ihm zu gehorchen und zu ihm zu gehören. Dass es für sie eben auch keine Zukunft gibt oder zumindest keine Zukunft im ewigen Leben. Die Bibel zeigt an verschiedenen Stellen, dass einfach nur ein reines Begreifen oder vielleicht auch einfach nur ein Lippenbekenntnis irgendwie was mal gesagt haben, lange nicht ausreicht. Einfach nur zu sagen, Jesus ist Herr, das ist noch nicht das, worauf es ankommt. Es kommt auf die Beziehung an, die ich zu Jesus habe. Es kommt darauf an, dass ich seinen Kreuzestod für mich akzeptiert habe, dass ich verstanden habe, aus eigener Kraft kann ich gar nicht in den Himmel kommen. Ich brauche Jesus dafür. Ich brauche die Vergebung meiner Sünden und die bekomme ich durch das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Und außerdem steckt hier wahrscheinlich auch einfach eine zeitliche Dimension dahinter. Es gibt eine Zeit, in der man die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden und es gibt irgendwann mal eine Zeit, in der es zu spät sein wird. Und auch das spricht sehr viel dann eben hierfür, dass in dieser Erkenntnis einfach zu einem zu späten Zeitpunkt kommt, dass sie ihre Zeiten nicht genutzt haben. Lass mich euch noch eine andere Bibelstelle zeigen, die auch ganz gerne verwendet wird, um zu argumentieren, dass am Ende alle Menschen in den Himmel kommen werden. Am Ende von der Offenbarung wird berichtet, wie das neue Jerusalem aussehen wird. Und es gibt sehr detaillierte Beschreibungen, wie das dort aussehen wird. Es werden die Maße beschrieben. Es wird beschrieben, welche Materialien verwendet werden, um das neue Jerusalem zu bauen. Und außerdem gibt es dort eine ganz interessante Beschreibung über das neue Jerusalem. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 25 heißt es nämlich, ihre Tore, also die Tore der Stadt des neuen Jerusalems, bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und so versuchen manche dann daraus dann zu argumentieren, also wenn die Tore der Stadt für immer geöffnet bleiben, das neue Jerusalem, das Himmelreich für immer geöffnet bleibt, dann ist es doch genauso wie so ein Sinnbild dafür, dass Jesus immer auf ewig mit offenen Armen dort steht und bereit ist, zu jeder Zeit Menschen willkommen zu heißen, zu sagen, kommt herein, ihr dürft immer kommen. Und so versuchen sie dann zu argumentieren und zu sagen, also am Ende wird es eben niemanden in der Hölle geben. Vielleicht werden sie eine gewisse Zeit brauchen, aber weil die Tore auf ewig offen stehen im Himmel, werden sie irgendwann mal durch diese Tore hindurchgehen und am Ende werden alle im Himmel sein. Und noch einmal, es wäre so schön, wenn es so wäre, aber leider gibt es die darauf folgenden Verse. Denn direkt im Anschluss darauf, und lass mich das noch einmal komplett im Kontext lesen, also ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr,
Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Und jetzt kommt es, nichts Unreines wird hinein dürfen. Also obwohl die Tore geöffnet sind, heißt es ganz deutlich, nichts Unreines wird hinein dürfen. Auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Die Bibel ist sehr deutlich. Ja, die Tore sind geöffnet und trotzdem gibt es eine ganz klare Trennung. Diese Trennung, von der ich von Anfang an schon gesprochen habe, dieses Gericht auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Stellen, die genau in die gleiche Richtung sprechen, auch ebenfalls in der Offenbarung. Nur ein Kapitel später. Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Aber schon wieder, außerhalb der Stadt sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und alle, die es lieben, in Lüge zu leben. Also egal, wo wir in die Bibel hineinschauen, ständig gibt es immer wieder dieselben Hinweise, dass wir uns nicht berechtigterweise Hoffnung machen müssen, dass am Ende jeder in den Himmel kommt, sondern spricht alles dafür, dass es auch in Ewigkeit genau diese Trennung geben wird. Von Menschen, die drin sein dürfen, aber auch definitiv Menschen, die draußen sein müssen. Und das ist der biblische Befund, der sich zeigt. Und ich habe wirklich viele verschiedene Stellen jetzt hier schon genommen. Und es gibt noch viele, viele, viele mehr. Aus Zeitgründen muss ich natürlich abkürzen. Aber das ist der biblische Befund, der es zeigt. Die Hölle, auch wenn wir nicht so häufig und nicht so gerne darüber reden, weil wir gerne lieber über positivere Dinge sprechen, ist absolut real. Jesus hat davon gesprochen, Paulus hat davon gesprochen, Johannes hat davon gesprochen und viele, viele andere eben auch. Und die Wirklichkeit, die Realität, die dort uns skizziert wird, ist eine unglaublich harte, eine sehr, sehr harte Wirklichkeit. Feuer, Dunkelheit, ewige Bestrafung. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was heißt das jetzt für mich? Wie gehe ich damit um? Welche Lehren ziehe ich daraus? Als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema, kam mir sehr, sehr schnell dann der Gedanke, okay gut, wenn das jetzt also dann so ist, dass die Hölle tatsächlich so real ist. Da kamen mir sofort Gedanken von Menschen, die ich in meiner Umgebung kenne, die diese Wahrheit nicht kennen. Und ich musste sofort daran denken, die müssen noch davon erfahren. Ich muss denen noch davon erzählen und ich muss doch schauen, dass jeder wirklich Bescheid weiß, wie viel auf dem Spiel steht und wie deutlich die Bibel in ihrer Botschaft ist. Und das hat natürlich auch seine Berechtigung. Aber ich möchte heute einen anderen Fokus legen, einen anderen Fokus. Denn bevor wir dahin gehen, dass wir an die anderen denken, möchte ich, dass wir zuerst einmal an uns selbst denken. Nicht aus Egoismus heraus, sondern weil die Bibel uns das genauso auch sagt. Erst einmal sich selbst zu prüfen. Und das ist so unglaublich wichtig. Warum ist das wichtig? Weil, wenn wir anfangen, so ein wenig tiefer in die Bibel und in die Bibelwissenschaft und so etwas hineinzuschauen, dann stellen wir sehr, sehr schnell fest, an wen sind die meisten Sachen überhaupt geschrieben worden, die in der Bibel stehen. Die ganzen neutestamentlichen Briefe, an wen waren die adressiert? Na, an Gemeinden. Aus irgendeinem Grund hielt Gott es für wichtig, diese Botschaften, unter anderem von der Hölle, an Gemeinden zu schreiben. Oder ich habe sehr viel aus der Offenbarung vorgelesen. Die Offenbarung ist ein Rundbrief an verschiedene Gemeinden gewesen. Das wird uns dann immer bewusst, wenn wir eine Predigtreihe durch die Sendschreiben machen. Dann wird uns immer wieder bewusst, ja, tatsächlich, in den Sendschreiben, da geht es um die verschiedensten Gemeinden und es war an Gemeinden gerichtet. Und diese gesamte Offenbarung wurde von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht und dort dann vorgelesen. Unter anderem auch mit genau diesen harten Versen zum Thema Hölle. Sie war an Christen gerichtet. Und deswegen lohnt es sich immer wieder auch, den Blick auf uns selbst zu richten. Aber versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, bei irgendwem auch nur in irgendeiner Weise unnötige Zweifel zu sehen oder Zweifel an eurer Heilsgewissheit hervorzurufen. Darum geht es mir nicht. Das ist nicht mein Ziel, ganz und gar nicht. Aber ich sehe, dass es der Bibel unglaublich wichtig ist. Und lasst mich euch einmal zeigen, an einer weiteren Stelle, warum das so wichtig ist und dass Jesus das höchstpersönlich tut. Matthäus Kapitel 7. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht? Doch ich werde antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Und wisst ihr, was das allererschreckendste Wort in diesem Vers ist? Ich finde, das allererschreckendste Wort ist dieses kleine hier. Viele. Jesus spricht davon, viele werden zu mir kommen und diese Antwort bekommen. Es ist nicht davon die Rede, der ein oder andere. Es wird vorkommen, dass es mal jemanden gegeben hat, der zu mir gekommen ist und dann solch eine Antwort bekommt. Nein, Jesus sagt ganz deutlich, viele werden zu mir kommen und sagen, Herr, haben wir das alles nicht in deinem Namen getan? Und dann wird die Antwort heißen, ich habe euch nie gekannt. Aufgrund dieses kleinen Wortes wird klar, wie wichtig diese Botschaft auch uns als Gemeinden, als Gläubigen ist. Weil wir niemals und wirklich niemals
uns zurücklehnen sollten und dann einfach nur meinen, alles ist super. Ich habe mich mal bekehrt, ich habe mich taufen lassen, ich bin Mitglied in einer Gemeinde, ich gehe da regelmäßig hin, alles ist super. Dann Jesus warnt sehr, sehr deutlich. Die Pharisäer waren sich genauso sicher, dass sie auf der richtigen Seite waren. Sie waren sich sicher, ich bin zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort, in die richtige Familie hineingeboren, ich bin Jude, ich tue alle Gesetze, ich mache alles, alles, was irgendwie von mir vorgeschrieben ist, was so in unserer Zeit so üblich ist, ich halte das alles ein, ich muss mir gar keine Sorgen machen. Und Jesus geht so deutlich mit ihnen immer wieder ins Gericht und sagt ihnen, fühlt euch da nicht so sicher. Und deswegen möchte ich uns einladen, dass wir uns tatsächlich prüfen. Dass wir das tatsächlich diese Botschaft erst einmal nutzen, um uns selbst zu prüfen. Wie steht es um mich? Wo stehe ich? In welcher Beziehung stehe ich zu Jesus? Damit wir nicht irgendwann einmal diese Botschaft hier von Jesus hören müssen. Diese Nachricht von ihm. Fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Lass mich einmal ganz deutlich sagen, was ist Gottes Gebot? Ich weiß nicht, was dann bei euch gerade so als allererstes in den Kopf kommt, was Gottes Gebot ist. Aber was war Jesu Antwort auf die Frage, was ist das allerwichtigste Gebot? Er hat zweierlei gesagt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten in verkürzter Form. Aber das ist das, was Jesus gesagt hat. Das sind meine Gebote und das ist das allerwichtigste. Damit kann man alles zusammenfassen, was je irgendwie gesagt wurde. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind die Gebote. Das ist das, worauf es ankommt. Deswegen lasst uns prüfen. Ich habe euch gerade eben schon einmal gesagt, auch die Offenbarung, aus der ich jetzt schon vieles vorgelesen habe, war an Gemeinden gerichtet. Und ich finde gerade die Sendschreiben sind so unglaublich treffend und so gut, weil sie bis heute so eine tiefe und wichtige Botschaft an uns alle vermitteln. Wenn wir uns einmal anschauen, was die Sendschreiben so alles schreiben und welche Gemeinden dort vorgestellt werden, dann weiß ich, dann trifft das häufig auch auf uns immer wieder zu. In den Sendschreiben wird beispielsweise die Gemeinde in Ephesus genannt. Die Gemeinde in Ephesus, von der es ganz deutlich heißt, sie hat die erste Liebe verloren. Da wird davon beschrieben, dass sie einmal Jesus über alles geliebt haben, dass sie begeistert von ihm gewesen sind und bereit waren, alles für ihn zu tun, aber mit der Zeit ist das alles einfach abgeflacht. Es ist Routine geworden und diese erste Liebe war weg. Außerdem ist die Rede von einer Gemeinde namens Thyatira. Diese Gemeinde hatte sich auf falsche Lehren eingelassen, auf die falschen Leute eingelassen, hat sich da einlullen lassen von den Botschaften, die die anderen bringen, weil es so toll klang. Und sie haben diese Menschen in ihren Reihen akzeptiert und haben Stück für Stück ihre Botschaft verwässert und verändert. Und sie fanden sich eines Tages dann in dem Punkt wieder, dass Jesus ihnen sagen musste, die Lehre bei euch stimmt nicht mehr. Ihr glaubt an Dinge, die passen nicht zu mir. Oder da war die Gemeinde in Sardes. Sardes war eine Gemeinde, die nach außen hin super aussah. Alle waren sich sicher, wenn du eine super Gemeinde sehen möchtest, dann geh nach Sardes. Das ist die Top-Adresse. Das ist richtig gut, was da in Sardes passiert. Diese Gemeindearbeit ist super. Das ist die Vorzeigegemeinde. Jesus sagt genau das. Sie hat den Ruf, lebendig zu sein, dass alles da super ist. Aber im Innern war diese Gemeinde eingeschlafen. Es war mehr Schein als Sein. Es sah nur nach außen hin alles super aus, aber innen drin waren es alles nur Schlafende. Der Glaube war nicht gestorben, nein, aber komplett eingeschlafen. Oder auch ganz berühmt das Beispiel von Laodicea, die Gemeinde Laodicea, die das Urteil bekommt, dass sie lau geworden sind, weil sie sich von dem, was in ihrer Umgebung war, komplett einwickeln lassen haben. Sie fühlten sich sicher, weil sie reich waren, weil sie Medizinprodukte hatten, weil sie eine tolle Lage hatten. Sie hatten alles, was so das tägliche Leben ausmachte. Und so machte sich Stück für Stück der Gedanke in ihnen dann breit, naja, wofür brauche ich eigentlich noch Jesus? Ich habe doch alles. Mir geht's gut. Ich habe Arbeit, ich habe Geld, ich habe ein Haus, ich habe medizinische Versorgung. Ich habe eine Familie, mir geht's doch super. Wofür brauche ich eigentlich noch Jesus? Und so sind sie lau geworden. Sie haben sich von diesem Reichtum in der Welt blenden lassen. Ich glaube, wenn wir einmal ehrlich zu uns selbst sind, finden wir uns leider viel zu häufig in der einen oder anderen Weise bei einer dieser Gemeinden wieder. Wo es uns haargenauso geht, dass wir lau geworden sind, eingeschlafen, die erste Liebe verloren haben oder vielleicht auch mal falsche Lehren in uns breit werden lassen haben. Und davor ist keiner sicher. Auch ich habe vor kurzem irgendwann einmal feststellen müssen, dass, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ich eingestehen muss, dass mein Glaube irgendwie eingeschlafen war. Eine schwierige Phase durchgemacht. Es war total viel los in meinem Leben, viel Stress, total viel zu tun. Ich habe mein Referendariat gemacht, ich habe ein Haus gebaut und es gab in der Gemeinde total viel zu tun. Und so kam dann irgendwann der Prozess, dass man nur noch funktioniert hat. Man hat nur noch funktioniert. Es gab Aufgaben zu tun und man hat gemacht. Und irgendwann saß ich an dem Punkt, wo ich mir irgendwie sagte, es fühlt sich alles irgendwie nicht mehr lebendig an. Irgendwie als ob das nicht mehr, die Herzenseinstellung nicht mehr stimmt. Und ich musste feststellen, ich hatte meinen Glauben nicht verloren. Nein, das würde ich nicht sagen. Es war nicht so, dass ich sagen würde, ich habe den Glauben verloren, ich konnte nicht mehr glauben. Nein, das war es nicht. Aber das, was es wahrscheinlich am besten beschreibt, war, ich war einfach eingeschlafen im Glauben. Und so ging es mir wie der Gemeinde in Sardes. Nach außen ein super Ruf. Ich weiß, dass meine Kollegen gesagt haben, die auch nicht im Glauben waren, dass sie gesagt haben, Mensch, wie machst du das? Du machst das Referendariat, du baust nebenbei ein Haus und da bist du auch noch Gemeindeleiter und predigst dort und was weiß ich, was du alles machst. Nach außen hin sah alles super aus. Aber innerlich war ich eingeschlafen. Ich war eingeschlafen in meinem Glauben. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Es gibt einen Weg zurück. Und das ist das, was auch Jesus beispielsweise der Gemeinde in Sardes sagt.
Doch selbst in Sardes, so heißt es in Kapitel 2, Vers 4, gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Und gerade dieses Letzte möchte ich einfach nochmal hervorheben. Was wäre das schön, wenn Gott einmal zu uns sagt, komm herein, du darfst mit mir gehen, denn du bist es wert. Du darfst bei mir sein, du darfst im Himmel sein, du brauchst nicht in die Hölle gehen, du darfst bei mir sein, du darfst die Ewigkeit bei mir verbringen, denn du bist es wert. Aber lass mich das noch einmal ganz deutlich sagen, warum ist man es wert? Nicht, weil man das so toll gemacht hat, nicht, weil ich die Dinge alle so wunderbar mache und weil ich es mir aus meiner eigenen Kraft verdient habe. Nein, wert bin ich es nur, weil Jesus es für mich am Kreuz vollbracht hat. Und das ist das, was ich einsehen muss, das, was ich verstehen muss. Nicht, weil ich es gut gemacht habe, nicht, weil ich die Dinge so toll gemacht habe, nicht, weil ich so eine tolle Person bin. Nein, ich muss eingestehen, dass ich aus meiner eigenen Kraft nicht schaffe. Und dass das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, das ist das, dasjenige, was mir den Weg in den Himmel bereitet. Nur dadurch, wenn ich das für mich annehme, dann weiß ich, dann wird Jesus einmal zu mir an den Toren dieser Stadt sagen, komm herein, du bist willkommen, denn du bist es wert. Lass uns beten. Ich möchte euch bitten aufzustehen.